Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück auf der Arche. Wir haben hier irgendwie gerade so ein leicht buggy Dilo, der... Ich glaube, das ändert auch nichts. Ich will hier den Raptor, der ja noch relativ neu ist, mal... Bleibst du stehen? Leveln. So. So, Parasaurus ist okay, die geben halt nicht so super viel XP, aber ich denke, es ist in Ordnung. Die wehren sich wenigstens nicht. Ich glaube, Fleischfresser oder generell, ja doch, generell fleischfressende Dinos geben, glaube ich, mehr XP. So, der nächste Parasaurus gibt auch jede Menge Fleisch jetzt natürlich wieder, auch wenn wir das gar nicht unbedingt brauchen. So, ach, und der Gute hat schon sein erstes Level ab. Ich gebe dem... Ja, Moment. Ich bin jetzt am Überlegen. Also grundsätzlich, das Weight reicht, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, ich will den auf jeden Fall auf 200 pumpen, dass der genauso viel Weight hat wie wir. Eigentlich müsste ich noch 20 höher gehen. So, wir probieren hier mal. Wir gehen hier mal weiter. Der muss jetzt leider auch dran glauben, auch wenn er Level 45 ist. Na, bleibst du jetzt stehen. Gott sei Dank sind die Raptoren schneller. So. Oh, hat knapp ein Drittel oder so, glaube ich, gegeben. Oder ein Viertel des Levels. Das ist doch ganz in Ordnung. Da kann man sich eigentlich gar nicht beschweren. Hier ist mir das gerade zu risikorant. Weil da der Stego, nicht der Stego, der Paratherium daneben stand. Und wenn der uns, wenn ich den aus Versehen anhaue, dann endet das übel für uns. Das weiß ich jetzt schon. Da brauche ich mir gar nicht groß, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Ich weiß, was die machen und ich will es nicht. Ich will es nicht, dann ist nämlich der Raptor echt wieder weg. So, aber der kann ja noch dran glauben. Oh, ich muss kurz warten. Mein Raptor hat keine Ausdauer mehr. Tja, das ist jetzt blöd. Der läuft jetzt halt weg. So. Obwohl, wir könnten ihn vielleicht sogar noch kriegen. Also, müsste ich da... Also eigentlich müsste ich dem Raptor dementsprechend noch ein bisschen mehr Ausdauer geben. Ach, komm, dreh, wende, mach irgendeinen Haken, dass du... Ach. Dann halt du. Bist eh ein höheres Level. So. Wenn uns gerade nicht die Ausdauer ausgegangen wäre, hätte das wunderbar, glaube ich, funktioniert. Ja, Fleisch gibt es jetzt natürlich jede Menge. Eigentlich wäre so ein... Eigentlich müssten wir echt mal so ein... Aber oh, die sind hart zu zähmen. Also das weiß ich, die sind echt hart zu zähmen. Ach, der läuft ja immer noch weiter. Der hört ja gar nicht mehr... Oh Gott, ich... Wartet mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich gehe mal kurz hier ans Wasser. Ich brauche eh... Ich muss selber mal kurz hier was trinken. So... ich erinnere mich dran. Ja, da hinten ist immer noch der Alpha. Auch wenn er nur Level... er ist Level 18. Da gehe ich lieber nicht weiter. Das heißt, hier an der Stelle... Ah, das ist auch... Die Alphas sind halt so ätzend. Die kriegst du mit niedrigem Level gar nicht tot. Ich könnte halt... Ah, nee, das kriege ich nicht hin. So, wir nehmen uns mal hier das Vieh vor. Da bräuchten wir halt jetzt ein Kanu oder sowas, um diesen Alpha auseinander zu... Ach, jetzt nicht immer ins Wasser und nicht da hinten hin. Ach, Mann. Ihr seid doch blöd. Ja, ja, ich lasse den in Ruhe. Musik, du kannst ausgehen. Ich habe nichts gemacht. Da ist immer noch der Moonwalk-Dilo. Ich glaube, der wird auch ewig so... Also, ich glaube, das wird nichts ändern. Komm. Hallo? Nicht da hinten hin! Bleibst du stehen jetzt? Ja, die haben aber auch ein Glück. Gerade. Ich weiß... Warte mal, ich muss noch mal gucken. Wie weit ist denn... Okay, da ist auf jeden Fall schon mal das Level ab. Was schwimmt da hinten? Ach so, das ist das... Ich muss weg. Ich war viel zu nah an dem Alpha dran. Ich hoffe, der kommt nicht. Hm.
Ja, ich glaube, ich habe Glück. Boah, das wäre es jetzt noch gewesen. Voll nicht aufgepasst und voll in den Alpha reingerannt. Ich will dem jetzt nochmal... Gebe ich dem jetzt nochmal Wait? Momentan geht es ja so. Als Reittier ist es ja okay. Ich glaube, erstmal pushen wir jetzt doch lieber Health, dass der nicht ganz so schnell umkippt. Und... Ach, der ganze Wald ist schon... Ach, stimmt, ich wollte die Holz-Respawn-Rate... Also, die wollte die Respawn-Rate mal wieder runterstellen. Und dafür die... na, sag schon. Dafür die Menge an Holz einfach mal erhöhen. Das geht sich ja ungefähr gleich aus. Man muss nur immer nicht hier... Also, ich habe echt tatsächlich bis hier vorne alles... irgendwie ruckelt es gerade. Ich warte mal. So... ich habe halt echt bis hier vorne alles weggefarmt gehabt. Jetzt gerade respawned ist. Es ist schon fast ein bisschen zu schnell. Also 40 Minuten, naja, nicht mal 26 Minuten. Bis zum vollständigen Respawn, oder fast vollständigen Respawn finde ich, nee, das ist mir zu wenig. Also werde ich nächste Aufnahmesession, werde ich das runterdrehen. Am besten direkt nach dieser hier. So. Du wartest, jetzt warten wir mal kurz. Ich wollte jetzt sagen, du wartest, aber ich muss ja warten. Die Frage ist, was machen wir denn jetzt? So, Ausdauer ist wieder da. Da hinten, die leben auch noch alle, wie ihr seht. Ich glaube auch nicht, dass ich die jemals da wieder rausbekomme aus diesem blöden Loch. Können wir denn hier da unten... Ah, viele Trikes. Ich würde halt auch eigentlich gerne mal versuchen, einen Stego zu zähmen. Ich überlege auch gerade, ich glaube, da unten der Kanu müsste auch noch leben, oder? Den haben wir ja letztes... nicht, dass ich hier nochmal irgendwo reinfalle. Gut wäre halt echt, wenn man den Kanu hierher locken könnte. Das wäre geil. Und dann kannst du den nämlich super geil von oben einfach nur umnatzen. Muss mal Ausschau halten hier. Oder hatte ich den, oder war der letztes Mal, nee, der war nicht getötet worden, oder? Ich gehe mal so ein bisschen hier auf Erkundungstour. Ah, es gibt was zu, gibt kostenloses zu trinken. Und ich sehe nichts. Alter, was ist denn hier mit dem Wald passiert? So. Warum sind die alle unconscious? Hä? Warum haben wir... Wer oder was hat die denn ausgenockt? Ich kann die aber auch schaden... Achso, weil ich die nicht unconscious gehauen habe, kann ich die nicht zähmen oder was? Naja, gut, okay. Schade, schade. Das wäre jetzt natürlich die Chance gewesen. Aber es gibt kostenlose XP. Oder stressfreie XP, besser gesagt. So, Fleisch en masse. So viel Fleisch brauchen wir eigentlich gar nicht. Ah! Ameisen? Nein, 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 nein. Alter, wie viele sind das denn bitte? Oh! Alter Schwede! Hallo? Geht's noch? Der kippt gleich um, weil der gleich... Alter Schwede, wie viele Ameisen waren das denn bitte gerade? Wo kamen die denn alle her? Ich muss sie mir erstmal... wieder Leben pushen. So, das nehme ich immer weg, falls er sterben sollte. So. Jetzt hat er wieder... Alter Schwede. Also... Ja. Genau. Mach sie erstmal fertig hier. Ich kümmere mich übrigens auch mal um die. Braver Junge. Braver Junge. Hast du gut gemacht. Alter Schwede. Wie viel... Also... Ich meine, guckt euch das mal an. Hier sind immer noch jede Menge von diesen blöden Ameisen. Das waren doch, keine Ahnung, 6, 8, 10 fliegende Ameisen.
Ein totes Fiomia? Nein. Es fliegt... Ach, dass die immer ins Wasser rennen müssen. Da laufe ich denen natürlich nicht hinterher. Aber hier vielleicht. Wir haben übrigens gar kein Dodo mehr oben, fällt mir gerade ein. Komm, du kannst nicht ewig flüchten. Alter, bis der das Fiomia weggefuttert hat, ist diese Ausdauer aber auch weg. So, ich überlege gerade, ob ich hier mal versuchen soll, aber dann nehme ich lieber dann später das Trike mit. Ich wollte gerade, ich habe gerade überlegt, ob ich hier versuchen soll, ein bisschen Metall aus den Dingern rauszuholen. Weil da fehlt uns ja tatsächlich noch so ein bisschen was. Ich schwimme mal gerade hier rüber. So. Oh, nee, das ist kein gelbes. Ich dachte gerade, das wäre ein gelbes. Vielleicht hätten wir das nämlich schon holen können. Hier ist noch ein Flugosaurier. Welches Level hat der denn? Das wäre ja mal was, eigentlich mal was Endgeiles. Level 19. Ich weiß nicht, ob ich den... so. Wisst ihr was? Das probiere ich mal aus. So, der wird jetzt kurz abheben. Du, Raptörchen, bist passiv, oder? Oh, nee. Wo ist er denn hin? Es ist neblig. Oh, ach so, der liegt schon da unten. Der liegt da ja schon. So, wir brauchen Fleisch, wir brauchen Fleisch. War der eben nicht auf Follow, mein Raptor? Ups. Mitkommen, ich brauche dein Fleisch. So, wir wechseln erstmal wieder jetzt auf Verteidigungsmodus. So, kommst du mit? Du hast Fleisch, ne? Du hast jede Menge Fleisch. Das sollte eigentlich auch locker reichen, um den zu zähmen. Dann hätten wir, geil, dann hätten wir einen Pteranodon. Ich habe jetzt natürlich nur einen Narkotik da. Ein Narkotik dabei. Das ist eher ungünstig. Ey, ey, ey. Hallo, hallo, hier Frau Carbonemis. Bitte nicht auf meinen Pteranodon trampeln. Der sieht auch cool aus, muss ich sagen. Eigentlich. Aber Level 19 ist halt sehr niedrig. Also ich weiß nicht, ob der uns... Ich sehe da hinten nichts. Ich müsste eigentlich Narkotics holen. Ich weiß nicht, ob ich den so lange hier liegen lassen soll. So, ich muss ihn kurz hier liegen lassen. Wir sind ja schnell bei unserer Basis und auch wieder zurück, denke ich. Ich glaube auch nicht, dass uns hier im Wald irgendwie groß irgendwelche Gefahren momentan blühen. Von daher, mache ich mich mal schnell auf den Weg und hole Narcotics. Was ich eigentlich auf jeden Fall auch nochmal gucken müsste, ist, wie ich jetzt schnell an den Pteranodon-Sattel rankomme. Weil so bringt der uns ja tatsächlich erstmal relativ wenig, aber gezähmt ist gezähmt. So, ich nehme mal hier... Zack, alle brauchen wir, glaube ich, nicht. Die Hälfte nehme ich mal mit. Ja, ich denke, das reicht. Also, das wird locker reichen. Du musst da nicht unbedingt... So. Dann geht's erstmal wieder zurück. Das war hier lang, ne? Glaube ich, hier runter. Ach, wie süß. Da ist auch noch so ein Äpfchen. Aber ich kriege die nicht gezähmt. Ich bin zu doof dafür. Beziehungsweise ist das so ein riesen Hässel bei mir, bis ich die echt mal gezähmt habe.
Das, also dann schon eher so einen großen, auch wenn die kleinen total niedlich sind. Müsste nicht hier eigentlich noch irgendwo unsere Taming... Ich hatte doch mal so ein Ding gebaut. So, das hole ich mir gerade noch. Da sind ja, auch wenn da jetzt keine Ahnung... Also wenn da Thatch-Sachen drin sind, keine Ahnung, dann lasse ich es, aber... Ja, komm... Ich kann da zwar jetzt nicht wirklich viel mit anfangen. Ist ja nicht so, als bräuchte ich jetzt noch Stoffklamotten. Aber wer weiß, wer weiß. Aufheben kann man die auf jeden Fall mal. Wiegen, glaube ich, auch nicht so viel. So, der Pteranodon liegt hier immer noch ganz munter. Moment, jetzt muss ich kurz rechnen. Nur eins. Okay, die haben halt... Oh. Na okay, ist wie 2,5 wegen die 5 Sachen, das ist okay. So. Plus 9 Level, damit wäre der dann... Naja gut, der wird nur plus 8 oder so kriegen am Ende. Aber immerhin ein Pteranodon. Können wir nämlich... Das Geile ist, der kann zwar nicht so viel tragen, aber... Alter, was ist denn das für eine Schildkröte? Voll die krass roten Augen. Zu wenig geschlafen oder auf Droge? Ich bin mir nicht so ganz sicher. So, der braucht relativ lange, glaube ich, zum Zähmen. Ich glaube, der Hunger von dem geht sehr langsam runter. Und Torpor vergleichsweise schnell. Er hat aber eigentlich auch eine ganz coole Farbe. Muss ich sagen, gefällt mir eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir tatsächlich nur das Problem, jetzt hänge ich halt hier fest und kann eine ganze Weile nichts machen. Ich gucke auch gerade, ob hier irgendwas ist, was ich so zwischendurch noch killen kann. Achso, im Übrigen, Vorsicht ist besser als Nachsicht, also gebe ich dem einfach hier nochmal ein bisschen mehr Fleisch direkt. So. Schildkröten, was hat die für ein Level gehabt? 3. Die würde ich jetzt sogar wahrscheinlich tot kriegen, aber ich will es momentan nicht riskieren. Hat der? Hat noch kein Level up? Okay. Wir können ja mal hier hinten auf dem Inselchen rumreiten und gucken wir einfach mal, was hier noch so ist. Ich glaube hier drüben, ja, da fängt sowieso der Ozean an. Da ist noch ein Dodo, den können wir noch killen. Der mutige Dodo-Killer. Ich weiß. Ich musste den zweiten jetzt auch noch killen, weil wenn ich schon dem einen seinen Mann wegnehme, dann will ich auch von ihrem Leid erlösen. Ich gucke mich einfach mal so ein bisschen auf der Insel um. Irgendwann muss ich auch mal da hinten hin mal gucken, was man da noch so findet. Aber hier ist tatsächlich relativ wenig los. Ich meine, wir sind hier auch absolut am Strand. Also, quasi da drüben ist ja schon fast die Map zu Ende. Eigentlich müssten wir auf Dauer mal ein bisschen ins Landesinnere ziehen. So, da hinten Richtung Vulkan oder sowas. Oder noch besser oben in den Vulkan, auch wenn das extrem schwierig ist, dann die ganzen Ressourcen zu lagern. Oh, der Kleine hat schon wieder keine Ausdauer mehr. So, geht's mal zurück. Und wenn wir den dann haben, dann bringen wir den erstmal nach Hause. Ja, Unconscious geht schnell. Aber Happa Happa mag der nicht so wirklich machen, kann das sein? Was haben wir denn jetzt hier noch? Ein Trike. Können wir das vielleicht... Nee, Level 14 ist mir gerade ein bisschen zu risikorös. Das will ich nicht. Ich will nicht schon wieder sterben und ich will jetzt auch nicht den Tame hier riskieren. Aber das Geile ist halt mit einem Pteranodon und einem Sattel. Ich weiß gar nicht, da könnte ich ja mal gerade nachgucken. Petey. Den könnte ich schon lernen sogar. Der braucht 15. Das heißt, beim nächsten Level-Up kann ich mir den eigentlich holen. Oder? Ja, okay, das dauert noch eine ganze Weile. Aber ich könnte mir den Sattel beim nächsten Mal tatsächlich
gönnen. Würde ich dann auch machen, weil dann können wir nämlich ein bisschen durch die Gegend fliegen und dann ist das deutlich geiler als hier so kack immer auf dem Boden. So, ich gebe dem noch einmal ein bisschen Narcotics, dass der schön betäubt bleibt und ein bisschen weiter futtert. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge von Ark. Dann haben wir den hoffentlich hier gezähmt. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.